Seit meiner Kindheit bin ich von Astronomie und Raumfahrt fasziniert. Abgesehen von der Tatsache, dass man bis in die 1920er Jahre hinein dachte, dass es nur eine einzige Galaxie, nämlich unsere Milchstraße, gibt, bin ich fasziniert davon, was wir am Himmel beobachten können, wenn wir genau hinsehen. Fremde Sonnen, fremde Galaxien. Durch bestimmte Methoden kann man seit den 1990er Jahren auch Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nachweisen. Vorher war das übrigens nur bloße Theorie. Und mindestens genauso spannend ist Raumfahrt und Raumfahrttechnik mit ihrem Höhepunkt, der Mondlandung. Insgesamt waren 12 Männer auf dem Mond und zwar allesamt über die USA. Ich weiß nicht warum, aber viele sind der Ansicht, dass auch die Russen mal eine bemannte Mondlandung gemacht hätten. Nein, es waren bislang nur die Amerikaner. Die Sowjetunion leugnete übrigens damals die Mondlandung nicht, sondern erkannte die technischen Verdienste der USA an. Die Jahre zuvor hatte die Sowjetunion die Nase technisch wirklich deutlich vor den USA. Amerika butterte dann aber so viel Geld in das Raumfahrtprogramm, dass sie die UdSSR überholen konnten. Das war wohl in einer Marktwirtschaft gegenüber der Planwirtschaft der Sowjets auch deutlich einfacher möglich. Und jetzt wird es besonders spannend. Viele der 12 Mondastronauten bekennen sich offen zum christlichen Glauben. Und zwei davon in besonderer Weise, nämlich Charles Duke und James Irwin. Irwin sagte: Dass Jesus auf dieser Erde gegangen ist, ist so viel wichtiger, als dass der Mensch auf dem Mond war. Gott schickte mich zum Mond, damit ich der Erde von Jesus erzählen kann. Irwin war schon vor der Mondfahrt Christ, aber durch die Mondfahrt und was er dort mit Gott erlebte, fühlte er sich berufen, auf der Erde einen viel lebendigeren Glauben auszuleben. Nachfolgend ein kleiner Ausschnitt aus einem Vortrag von Professor Dr. Werner Gitt, der James Irwin zu Lebzeiten etwas genauer kennenlernte. James Irwin war der erste Mann, der mit einem Auto auf dem Mond spazieren fuhr. Hier sehen wir ein Foto von ihm und auf diesem Bild sehen wir sein Mondauto. Er sagte: Ich kann die Gefühle während des Fluges nicht vergessen. Je mehr wir von der Erde wegkamen, desto mehr haben wir die Wunder der Schöpfung Gottes gesehen und seine Führung erlebt. 3 Tage waren wir auf dem Mond und durften nur dort sein, weil Gott es zugelassen hat. Es sind uns auch große Schwierigkeiten begegnet, auf die wir nicht vorbereitet waren. In allen diesen Fällen habe ich stets gebetet und der Herr hat geholfen. Ich habe ihn persönlich kennengelernt und wir hatten gemeinsame Vorträge in Hamburg, in Hannover, in verschiedenen Orten. Und während der langen Autofahrten konnten wir viele Dinge besprechen. Und dann sagte er mir: Sie haben auf dem Mond viele Probleme erlebt, auch mit dem Mondauto. Nun konnte man dort nicht in eine Werkstatt gehen und das reparieren lassen. Das musste irgendwie anders gehen. Und da haben sie sich zu Gott hingewandt und gesagt: Hier funktioniert das nicht. Herr, hilf. Und er sagt, Gott hat sich auf dem Mond völlig anders verhalten als auf der Erde. Denn auf dem Mond hat Gott die Gebete sofort erhört. Das kennen wir hier von der Erde etwas anders. Wir beten und dann geschieht das nicht augenblicklich. Gott hat Zeit. Er hat seine Zeit. Und er lässt sich auch manchmal Zeit. Aber auf dem Mond ging das nicht. Und so hat er sofort geholfen. Und er sagte, wir hatten die Aufgabe, einen weißen Stein zu finden, weil der für die Wissenschaft wichtig war. Und ich sah keinen weißen Stein, weil der ganze Mond mit Staub bedeckt ist. Und da habe ich gebetet: Herr, zeige mir den weißen Stein. Und was tut Gott? Er beseitigt den Staub von dem weißen Stein und er findet ihn. Er sagte, schaute nur zur Seite und fand den weißen Stein völlig ohne Staub. Und er sagte, ich habe den Eindruck gehabt, als hätte Gott einen Engel geschickt, der den Staub abgewischt hat, sodass ich diesen Stein finden konnte. So real hat er Gott auf dem Mond erlebt. Das ist übrigens mittlerweile ultra unbekannt.
Ich fand diese Aussagen so spannend, dass ich mir extra aus den USA die Autobiografie Irwins habe schicken lassen, um das genauer nachzulesen. In Deutschland war sie nicht mehr erhältlich und auch in den USA nicht so ohne weiteres. Das verstehe wer will, dass es niemand interessiert, dass ein Astronaut meint, Gott während seiner Mondfahrt erlebt zu haben. Ich habe nicht mal Stimmen gefunden, die ihn als Spinner abtun. Es wird einfach totgeschwiegen und ignoriert. Aber damit ist ja jetzt Schluss durch dieses Video. Was ich übrigens sehr spannend zu lesen fand, vom Mond ist ja immer nur eine Seite zu sehen, während die andere dauerhaft im Dunkeln liegt. Bei der Mondmission musste man extra ein Randgebiet anfliegen, das nicht schon länger in der Sonne war, weil die Fläche sonst zu heiß für eine bemannte Mission gewesen wäre. Man könnte also nicht einfach in die Mitte des Mondes fliegen, das wäre zu heiß und war damals und ich denke auch heute technisch nicht möglich, solche Temperaturen auszuhalten. Die Temperaturen schwanken zwischen minus 160 und plus 130 Grad, je nach Dauer der Sonneneinstrahlung. Zu guter Letzt möchte ich noch einen weiteren Ausschnitt aus Werner Gitz' Vortrag einblenden, den ich auch sehr faszinierend fand. Gordon Cooper umkreiste die Erde im August 1965 120 Mal mit Gemini 5. Er kam zurück und er sagte Folgendes: Ich fühlte während meiner Raumflüge die Gegenwart meines Gottes so, wie er immer bei mir ist. Ich stellte fest, dass ich ihn 250 Kilometer über unserem Planeten ebenso nötig hatte wie im täglichen Leben auf der Erde. Wer auf der Erde nicht mit Gott lebt, wird ihn auch im Weltenraum nicht finden. Wer Christus nicht in sein Herz aufgenommen hat, kann nicht wahrhaftig und geborgen sein. Als Christ glaube ich, dass unser gegenwärtiges Leben ein winziger Teil ist im Vergleich zum Leben nach dem Tod. Darum ist es wichtig, sich auf die ewige Zukunft vorzubereiten.